Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Es fängt natürlich jetzt an zu regnen. Scheiße. Hey ho, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute wieder einen Redstone. Also eine Redstone-Maschine vor. Die halt so aussieht. Im Moment, also, sieht eigentlich noch sehr wirr aus. Ich habe auch nur jetzt das Nötigste aufgebaut. Man kann da noch ein Gehäuse drum machen, damit es schöner aussieht. Lass ich aber mal im Moment, da um es halt euch halt noch zu zeigen. So. Die sieht, das ist halt so. Also so sieht es halt aus. Das ist eine TNT-Player-Kanone. Also das bedeutet, sie kann, also das Teil hier kann, TNT verschießen und Spieler verschießen. Ja. Survival-freundlich, muss ich exakt sagen, ist es nicht so sehr. Da, wir schauen mal in die Kiste. Es relativ teuer ist, also es geht eigentlich. So, das braucht man halt alles, also alles, was hier in der Kiste ist, braucht man für diese Maschine. Den Hebel, naja, den braucht man jetzt nicht unbedingt, den kann man zum Testen verwenden. Aber naja, hier, das braucht man halt alles für diese Kanone. Ich habe das jetzt auch schon mal vorbereitet hier in meinem Inventar. Und ich werde es mal gemeinsam mit euch nachbauen. So. So sieht es halt aus. Ich habe ehrlich gesagt selber Schwierigkeiten, die halt auch nachzubauen. Und übrigens, was ich noch mal zeigen wollte. Ich bin hier in einer Welt. Also das ist hier, ich bin hier auf einem Server wieder mal. Der, also halt, der mir gehört. Also das ist halt ein ganz persönlicher Server hier, den ich halt selber erstellt habe. Ein Bucket-Server, also das bedeutet, hier gibt es Plugins drauf. Das bedeutet, dass wenn ich irgendwo TNT zünde, es keinen Umweltschaden gibt. Und nein, das war jetzt kein Lag. Ne? Auf jeden Fall, ich bin halt auf dem Plugin-Server, wo TNT deaktiviert ist, also Explosion halt deaktiviert ist. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, ich versuche es mal nachzubauen. Ich habe immense Schwierigkeiten, aber naja. Damit ihr mir halt auch folgen könnt. Das Teil ist, ich muss mal dazu nachziehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke. Also 10 mal 6 Blöcke groß. Nur falls ihr es halt auch selber nachbauen wollt. Könnte ja sein, ne? Dann suche ich mal eine geeignete Stelle. Könnte ich wohl... Ah, ich muss hier hinkommen. So. Naja, auf jeden Fall, wir fangen an mit zwei Sticky Pistons. Also, es ist wichtig, ihr müsst Sticky Pistons nehmen, nicht hier die normalen Pistons, denn die ziehen halt keine Blöcke wieder zurück, auch keine Slime-Blöcke. So. Zwei Sticky Pistons aufeinander und den Schleimblock. Das ist halt sozusagen schon eine vollwertige Kanone. Da sie halt auch TNT verschießen kann, wenn ich es mal aktivieren sollte. So, hier. Theoretisch könnte die jetzt schon TNT verschießen. Ich kann es ja gerade mal ganz kurz aufbauen. So. 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 Nee. Warte. So. Theoretisch könnte die jetzt halt auch schon TNT verschießen. Kann es euch gerade mal zeigen. So, hier. Ui. Ja. Aber das wollen wir halt nicht machen. Denn das ist lahm und das ist eine sich selbst zerstörende Kanone sozusagen. Naja, auf jeden Fall bauen wir das Teil mal richtig nach. Also so, wie es hier ist. Wichtig dabei ist, erstens solltet ihr vielleicht, wenn möglich, entweder auf einen Server gehen, wo, oder halt einen Server erstellen, wo TNT-Explosionen deaktiviert sind. Denn es kann leicht mal sein, dass TNT sich beim Zünden und beim Katapultieren hier so an den Kanten halt, also hier so an der Kante halt sich festhakt, also hier gegenstößt, dann wieder nach unten fällt oder hier drauf bleibt. Ach cool. Oder hier halt so, sich halt so drauf fällt, dass nicht katapultiert wird. Das würde dann die gesamte Maschine zerstören.
Aus den Rahmen natürlich. Da müsst ihr halt aufpassen oder genug Redstone haben. Und Slimes. Ne? Also da müsst ihr halt so ein bisschen aufpassen. Die ist nicht 100% sicher. Und ja. Wobei halt immer noch der hier oben die sicherste Variante ist. Also hier klappt es zu 80%. Also zu 80% der Versuche funktioniert der hier oben. Der hat zwar weniger Reichweite, ich kann es mal hier zeigen. Ich habe hier zwei Markierungen gemacht, wo TNT landen kann. Und wie gesagt, es ist nur ungefähr. Also es kann ungefähr hier oder hier landen. Ne? Zum Beispiel diese Markierung ist halt für diesen oberen da, halt für die sichere Variante. Und der hier, für den da unten, für die etwas unsichere Variante. Aber naja, fangen wir mal an, hier das hier zu bauen. Muss man das selber nochmal gucken. 2 Delay, okay. Wir fangen an mit einem Repeater hier, der auf 2 Delay ist, also einmal auf den Repeater rechts klicken. So, dann können wir hier schon den Knopf platzieren. Jetzt kann... Aber jetzt fährt das hier eigentlich einmal aus, einfach nur. Aber ihr seht schon, habt jetzt gerade gesehen hier, der hat das jetzt nicht mitgezogen, ne? Das müssen wir halt auch noch umgehen oder immer wieder reparieren. So. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an mit der Kanone und dann mit dem Rückziehmechanismus. Ich muss ja immer selber hier mal gucken. 3, okay. 2, 3. Das ist eigentlich auch noch eine Kopie. Ja, was heißt Kopie? Hat so ein nachgebautes. Ich habe es mal auf einem anderen Server aufgebaut, zuallererst, muss ich mal sagen. Ganz kurz. Ich habe es mal auf einem anderen Server mal aufgebaut, wo halt auch TNT-Explosion deaktiviert war, ne? Und so, da habe ich auch, schon mal aufgebaut. Sozusagen halt erfunden, sozusagen. Also halt entwickelt halt zum allerersten Mal. Und ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass TNT-Kanonen auf diesem Server verboten waren. Deswegen musste ich das halt sofort wieder abreißen. Na egal. So, bauen wir es erstmal hier nach. So wie es hier ist. Theoretisch können wir das hier erstmal machen. So. Okay. Ich muss halt echt immer erstmal selber nochmal gucken. Da das schon relativ kompliziert ist, diese Technik, ne? Ich glaube, es gibt... Ich glaube, man kann das noch viel, viel einfacher irgendwie gestalten. Das Teil. Ne, warte, wie war das jetzt nochmal hier? Okay. Ich glaube, man kann das noch viel, viel einfacher irgendwie gestalten. Indem man... Weiß ich nicht, hier irgendwas anderes halt macht. Indem man hier irgendwelche Sachen irgendwie verkürzt oder so. Also hier wieder Repeater auf 2 Delay stellen, hier halt so eine Treppe mit, und hier versetzt halt. Dann hier den Repeater auf 3 Delay, also zweimal rechts klicken. Ja, das kann man auch schon mal verbinden. Jetzt. Ja. Jetzt fahren halt beide Pistons aus. Das Problem, dieser Piston zieht jetzt nicht mal den hier zurück. Das ist das Problem. Pistons ziehen keine ausgefahrenen, also aktivierten Pistons zurück. Und deaktivierte Pistons, also Pistons ohne Signal, sind eigentlich auch nicht mal sticky. Also auch wenn man jetzt sticky Pistons nimmt. So, egal. Ja, theoretisch hätten wir jetzt eine vollwertige Redstone-Kanone. Ich kann es euch nochmal zeigen hier. So. Hier. Und hier. Ups. Theoretisch hätten wir jetzt eine vollwertige Redstone-Kanone. Aber die, naja, die katapultiert nur das TNT nach oben und fertig. So. Deswegen bauen wir jetzt halt sozusagen den Mechanismus, der das TNT katapultiert. Nämlich zu entweder diesem oder dem anderen da Punkt. Ja. Das sieht so aus. Das ist eigentlich so das Komplizierteste an dieser gesamten Technik, dieser Arm. Denn da muss man halt viel mit Delay und Timing arbeiten, ne? Also halt sehr viel mit Timing. Und ja, deswegen ist es auch so immens lang, dieser Arm, ne? Ich könnte das theoretisch auch mit so einer Glowstone-Treppe hier einfach nach oben verlegen, das Signal. Aber dann würde das TNT einfach... Lag. Dann würde das TNT halt einfach hier dagegen donnern, also gegen hier einfach dagegen fallen und wieder senkrecht nach unten fliegen. Und die gesamte Maschine zerstören. Und das wollen wir ja nicht. Deswegen baue ich das ganz... Ja, deswegen baue ich das hier gerade mal ganz kurz ab. Und wir bauen diesen Arm. Ach so.
So. Einmal hier. Wichtig dabei ist, ihr müsst auch wenn beim Bauen, müsst es eigentlich genauso machen, wie ich es halt baue. Ne? Denn wenn ihr zufällig das hier irgendwie ein bisschen weiter nach vorne schiebt, weil ihr denkt, ja komm, kann ich ein bisschen Leitung sparen, ein bisschen Ressourcen sparen, dann schneidet ihr nämlich hier das Signal ab. Und dann, ja. Also, ihr müsst dabei schon aufpassen, dass ihr da keine Signale irgendwie abschneidet, wie zum Beispiel jetzt hier, wenn ich so mache. Dann kann das Signal hier nämlich nicht mehr weitergeleitet werden. Und dann, ja, funktioniert das hier halt nicht mehr. Also dieser Piston, der fährt dann nicht mehr aus. Deswegen müsst ihr halt da echt mega aufpassen, wenn ihr sowas baut. Und wenn ihr es auch richtig gebaut habt, dann wundert euch nicht, falls es irgendwie beim ersten Mal irgendwie hier testen, ihr habt es gerade fertig gebaut, mega viel Mühe und so, dann fällt das TNT gegen die an die Seite, an die Kante und explodiert und zerstört euch die Maschine. Ja, das ist relativ normal. So, hier jetzt eine Dreiertreppe. Das ist nicht 100% original, das Teil hier, ne? Muss ich sagen. Da ich das halt von mir sozusagen, von einem Video, was ich schon mal aufgenommen habe auf dem anderen Server, habe ich es halt sozusagen kopiert, ne, sozusagen abgebaut von 3 Screenshots und das eine Video halt zur Verfügung. Und davon habe ich es halt abgebaut, ne. Also halt kopiert sozusagen, ne. Und deswegen könnte es sein, dass das anders ist als... Ne, ihr könnt eh nicht wissen, wie ich das gemacht habe da. Egal, also theoretisch... Theoretisch hätten wir jetzt schon eine 100% funktionierende... Naja, warte. So, eine 100% funktionierende TNT-Kanone. Also die hat jetzt auch wirklich funktioniert. Ihr müsst nur hier den Delay einstellen, noch hier. Der vordere muss auf 3 Delay stehen. Und beim hinteren müsst ihr ausprobieren. Ich habe es jetzt auf 1. Theoretisch könnt ihr jetzt sagen, ja, kann ich auch auf 4 Delay stellen. Aber das ist so ein bisschen unsicher. Da habe ich halt so ein bisschen schon experimentiert. Und ja, ich kann es ja hier gerade nochmal testen. So, 3 Delay plus 1er. Soll halt so funktionieren. Ja, hier habt ihr gesehen, das ist halt gegen die Kante da geflogen. So, jetzt wurde es halt gekickt. Und hier hinten ist halt gelandet. Ne? Theoretisch, wenn ich das jetzt hier auf 4 Delay stellen würde. Und das hier wegmachen würde. Erstens würde sich hier ein Kreislauf bilden. Theoretisch könnten wir jetzt auch sagen, hier, das kommt weg. Aber ich weiß nicht, ob das dann halt immer noch so gut funktioniert. Naja, diesmal hat es wieder nicht aufgehängt. Hier seht ihr auch, das hat sich jetzt da aufgehängt. Ja, okay, es funktioniert halt immer noch. So, diesmal ist genau in der Mitte. Okay, aber sicherheitshalber lasst ihr es doch schon mal schon so mit den 2 Repeatern. Dass ihr noch ein bisschen rumexperimentieren könnt mit ein bisschen mehr Delay. Also Delay bedeutet Verzögerung. Das ist halt Englisch bedeutet Verzögerung. Ja, also, diese TNT-Kanone funktioniert jetzt 100%. Funktioniert jetzt zu 100%. Ja, muss erstmal nur noch den Block bauen, der das Teil aktiviert. Ja. Theoretisch könnt ihr auch statt dem Redstone hier auch einfach eine Redstone-Fackel oder so platzieren. Oder direkt den Redstone-Block. Aber ich mach's halt so. Ihr habt jetzt hier eine TNT-Kanone, die 100% funktioniert. Ne? Relativ unsicher, aber sie funktioniert. So, jetzt machen wir sie noch ein bisschen sicherer. Sozusagen als, entweder als zweite Kanone, als zweiten Arm. Oder halt als Sicherung, falls der das TNT irgendwie da schneller ist als hier das Teil. Als diese Kanone halt. Dieser Arm. Wollen wir jetzt hier nochmal die Sicherung. Da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme sogar, muss ich sagen. Direkt in der Mitte abzupfen. Okay. So. Muss ich halt immer genau gucken. Oh. Wisst ihr, hier habe ich auch sogar einen noch vergessen.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Hier halt drei Repeater hintereinander, die alle auf dem höchsten Delay sind. Also einmal dreimal rechtsklicken drauf, also auf Delay Nummer 4. Wenn ihr es irgendwie vergisst, jetzt mal wie bei mir hier jetzt einen noch auf ein Delay habt, so, dann reagiert der hier zu früh, fährt dann aus, da, und das TNT fällt dann genau hier drunter und fällt wieder senkrecht nach unten. Und das wollen wir ja nicht. Ja, deswegen halt so. So. Hier müsst ihr halt darauf achten, dass sie nur 3 macht und nicht 4 direkt. Denn sonst würde es hier wieder so einen Kreislauf geben mit dem hier. So. 1, 2, 3, okay. 1, 2, 3, so. Dann hier wieder 2. 1, 2, so. Das ist auch so ein bisschen, naja, nicht schön, aber dafür zweckmäßig, ne? Muss ich sagen, ne? Aber naja, Hauptsache es funktioniert, ne? So. Hier könnt ihr jetzt halt das Wetzen verlegen direkt schon so. So. Hier muss kein Repeater ran. Deswegen mache ich auch hier so eine kleine Kurve. Und ihr braucht hier nicht 2 Pistons. Also ihr braucht nicht hier unten noch so einen Piston ranzuhängen. Das ist relativ unnötig. Theoretisch könnte ich hier noch halt einen Slimeblock dran machen, halt zur Sicherheit, aber das ist unnötig eigentlich. Also 2 hier so nach hier 2 so reichen eigentlich. So, das ist eigentlich jetzt schon das. Genau. Jetzt könnte ich hier halt noch so machen. So. Ups. So. Nein. So. Ich mache das halt so mit den 2, denn dann kann man nämlich hier unten stehen und den TNT-Block halt dran machen und den Knopf drücken. Ne? Ja. Jetzt, theoretisch würde das jetzt schon vollständig funktionieren. Ich kann es euch mal zeigen, ganz kurz so. Naja. Geht so. So, ihr könnt jetzt halt hier unten stehen und schön hier da das TNT platzieren. So. Ihr habt gesehen, es hat funktioniert. Es hat den TNT weggekickt. Aber die Blöcke hier bleiben immer noch in der Luft hängen. Ups. So. Und theoretisch, ich kann jetzt nochmal testen, den da oben. Der würde jetzt auch vollständig funktionieren. Ich zeig das mal. So. Bisschen weniger Reichweite, wie man sieht. Aber dafür halt auch viel sicherer. Das klappt wirklich viel häufiger als der da unten. Ne? So, dann reparieren wir das hier mal ganz kurz. So. Und ihr habt das gesehen, ne? Ich kann es hier nochmal zeigen. So. Ihr seht hier, diese beiden Blöcke bleiben hier in der Luft hängen. Das wollen wir jetzt verhindern. Indem wir diesen Arm hier bauen. Das sind 5 Repeater auf dem höchsten Delay, also auf Delay Nummer 4, also 4. Stufe. Das sind genau 2 Sekunden. Denn halt, ein Delay wäre eine 1/10 Sekunde. Also 4 Delay wären eine 4/10 Sekunde. Und 5 Repeater auf dem 4. Delay, wer das einmal 1 kann, dürfte wissen, das sind genau 20 Zehntel, also 2 Sekunden. Ja, hier halt, ja. Machen wir das jetzt schon mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. So. Okay. Hier. Ne? So war das, ne? Genau. Und dann könnt ihr von hier, nämlich von der Mitte hier aus, hier nochmal einen Repeater dranhängen, ne? Also theoretisch, ich kann es euch gerade mal zeigen, ja. Hier muss auf dem ersten Delay übrigens sein, ne? So, ich kann es euch mal zeigen. So. So. Der zieht jetzt nochmal den hier ein bisschen zurück. Aber das Problem, dieser Slimeblock bleibt immer noch hier kleben. Also hier in der Luft schweben. Und das wollen wir jetzt auch noch verhindern, indem wir hier einen Block dran setzen und dann hier auch nochmal. Und dann hier einfach bis zu diesem Piston gehen. Machen wir hier einen dran und hier einen noch hin.
Und dann, ja. POE Peter. Jetzt müssen wir halt aufpassen. Alle, bis auf einen, müssen auf dem höchsten Delay sein. Also halt, alle bis halt auf einen, auf dem höchsten Delay. Aber hierbei ist halt egal, ob ihr jetzt den hier auf dem höchsten Delay habt. Oder den hier, auf dem niedrigsten Delay. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, einer ist auf dem höchsten Delay. Ja, komm, mach den hier mal. So habe ich es ganz am Anfang abgebaut, dass genau der hier halt auf dem niedrigsten Delay war. So, theoretisch könnten wir jetzt schon halt, also das würde jetzt eigentlich schon 100% funktionieren, so. So, 100% selbstreparierend. Okay, jetzt würde es auch wirklich 100% funktionieren. Das ist angeschlossen, so. So, der kriegt den Wett, genau. Der kriegt den weg bis hier, ups. Ich kann hier gerade mal ganz kurz hier so eine Markierung setzen, so. Ne, bis hierhin. Und hier könnt ihr euch theoretisch auch noch so einen Mechanismus überlegen, dass das hier halt automatisch gekappt wird, dieses Signal. Dass der hier halt deaktiviert ist. Das kann ich auch nochmal ganz kurz zeigen. Wie weit der bis... Ja. Das kann halt auch sein, wenn er das halt so macht, wenn ihr den halt deaktiviert. Dann müsst ihr mal gucken, dass ihr halt die Slimeblöcker auch nochmal entfernt. Ich mal so. Ne? Dass euch dann irgendwie so noch so ein Mechanismus überlegt, womit hier die Slimeblöcke halt automatisch entfernt werden. Und das jetzt, das hier, ihr habt jetzt gesehen, es wurde aktiviert, nach oben geschleudert und ist genau hier gegen die Kante geflogen. Das, ups, ja. Das kann auch passieren. Da müsst ihr halt so ein bisschen, naja. So, jetzt wird das hier nochmal katapultiert und ist genau bis hierhin geflogen. So. Oh ja. Kann ich mal hier ganz kurz. So. So. Okay, hier seht ihr jetzt die zwei Punkte. Wie weit das fliegt. Hier habe ich das auch nochmal gemacht, so. Ja. Das wäre dann hier die Vollautomatisch. Was heißt vollautomatisch? Also vollautomatisch ist eigentlich ja nicht. Denn ihr müsst ja immer noch manuell den TNT-Block setzen und manuell hier auf den Knopf drücken. Das wird schon. Ja. Ne? Ihr könnt das theoretisch jetzt noch 100% vollautomatisieren, indem ihr hier einen Butt-Switch einbaut. Ich habe das jetzt noch nicht gezeigt, noch nicht aufgebaut, noch nicht getestet. Ein Butt-Switch ist, ein Butt-Switch ist eine Maschine sozusagen, die automatisch Block-Updates erkennt. Also wenn hier irgendwie ein Block gesetzt wird. Das erkennt es und stößt dann ein Redstone-Signal aus. Das könntet ihr hier auch noch dran basteln, ne? Dass er automatisch sagt, okay, da wurde jetzt ein Block gesetzt, ich aktiviere diese Maschine. Und dann könntet ihr einfach hier die ganze Zeit stehen. Bam, es wird weggeschossen. Bam, es wird weggeschossen, ne? Ja. Dann könntet ihr euch hier den Knopf halt auch sparen und das manuell drücken. Aber weil es so schön war, zeige ich es jetzt nochmal. So. Ui. Und es landet halt genau da. Ja, das war das Tutorial für, das war halt das Tutorial für diese Maschine. Ach ja, was ich noch zeigen könnte, wäre die Player-Maschine. Ich habe halt mal geschaut und halt herausgefunden, sozusagen, dass man hier auf 3 stellen muss für die Player-Kanone. Also halt zweimal nochmal rechtsklicken muss. Dann kann man sich nämlich hier hinstellen, schön, den Knopf drücken. Okay, manchmal funktioniert das nicht. Wir müssen halt so ein bisschen rumexperimentieren. Ich stelle es jetzt mal auf 2. So. Yay. Das könnten wir jetzt theoretisch auch noch in Game Mode 0 testen. Ich bin jetzt gerade im Creative Mode, wie man sieht. So, Game Mode 0. So. Ich habe ein bisschen wenig, Leben. Minecraft Golden Boots. Nugget, Block, Apple da. Warte. Dann esse ich mich gerade mal ganz kurz voll. So. Ich entferne auch direkt mal die Effekte dann von mir. So. Slash. Effekt, Equipment 03. Clear. So. Okay.
Und jetzt könnt ihr es halt so testen. Knopf drücken. Ja. Knopf. Ach ja, man hat ja einmal weniger Reichweite, stimmt ja. Das ist ein bisschen blöd, wenn ihr es halt in Survival testet. Ihr habt einen Block weniger Reichweite mit der Hand, ne? Also ihr könnt den Block hier, also den Knopf hier, ouch. Stimmt. In Survival halt nicht mehr hier erreichen. Das ist so ein bisschen blöd halt. Deswegen könntet ihr theoretisch hier ganz schnell. Ja. Ui. Autsch. Naja, das ist halt so ein bisschen blöd. Da müsst ihr halt nochmal herum experimentieren. Theoretisch könnten wir jetzt hier. So. So, naja, ich gehe mal ganz kurz in den Game Mode dafür. Ups. Game Mode. Ups. Game Mode 1. So. Theoretisch könnten wir halt hier jetzt so. So eine Redstone-Leitung halt hier. Oder wir machen hier mal diese Glowstone-Treppe. Die man halt auch kennt. So. Hier. So. Könnten wir halt theoretisch jetzt hier den Block hin machen. So. Ja, Mist. Das ist ein bisschen blöd jetzt. Theoretisch könnten wir das so machen, oder? Geht das so? Okay, so geht's auch. Ich hoffe, wir haben genug Reichweite. Okay, dann Game Mode 0. Yay. Ja, so könnt ihr euch halt ganz schön katapultieren. Es macht mega Laune. So könnt ihr euch auch ganz nice selber killen. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo. Oh oh. Guck mal, wer da ist. So. Schnell nochmal hier den Creeper besiegen. Shit. So. Der kam hier wahrscheinlich aus der Höhle irgendwie, ne? So. Jo. Naja, ich würde mal sagen, das war's jetzt mit diesem Let's Play. Mit diesem Let's Play vor allem. Mit diesem Tutorial. Ich kann euch nochmal zeigen, was man alles braucht für diese Maschine. Ja. Und ich sage, ciao Leute, wir sehen uns. Bye bye. Warte, so. Bye bye und ciao.